Total. War schon magisch heute so ein bisschen im Stadion. Die Atmosphäre, die Energie auf dem Platz war auch extrem. Ich glaube, man hat von der ersten Minute erkannt, dass keiner irgendwie einen Meter nachlässt. Wir sind wahnsinnig aggressiv angelaufen. Und das reicht manchmal, um eine Energie zu erzeugen. Und das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen in die nächsten Spiele. Und jetzt ja, spielen wir Champions League Halbfinale. Ich glaube, für jemanden wie mich nochmal ein Stück besonderer. Es gibt auch einige, die das hier schon erlebt haben, aber ja, gibt es nur noch ein Ziel. Wembley. Meine Position ist einfach viel damit verbunden zu leiden und Zweikämpfe zu führen. Das sieht man dann oftmals in den Spielen nicht so, wenn ich kein Tor schieße, dann fällt das halt nicht auf. Heute war es, glaube ich, ein ganz wichtiges Tor, habe auch wichtige Duelle vorher gewonnen und wir haben heute aber auch viel, viel schneller und einfacher den Ball in diese Situation gebracht. Wenn wir das Hinspiel sehen, da hatte ich kaum die Möglichkeit, mich in Luftduellen überhaupt zu beweisen, weil wir schwieriger in die Situation gekommen sind. Wir haben das sehr gut analysiert und haben dann vor dem Spiel auch die Schlüsse daraus gezogen, dass wir heute schneller mal Linien überspielen, dass wir dann auch mal den Ball in die Spitze wählen und ja, wir haben, glaube ich, von Anfang an eine wahnsinnige Gefahr auf den Platz gebracht. Ja, ich dachte erstmal, dass ich den Ball schon aufs Tor bringen kann, dann grätscht schon einer dazwischen und dann macht Sabi das super, legt eine sich auf links, Sabi allgemein sehr gut drauf im Moment und ja, dann war Wahnsinn. Wir alle hin, Auswechselspieler, gefühlt ja die halbe Bank noch dazugekommen zum Feiern, war unfassbar, diese Atmosphäre heute. Das ist ein Grund, warum man sich für einen Verein wie Borussia Dortmund entscheidet. Und freue mich sehr, dass ich das heute erleben durfte. Wenn man die Situation realistisch einschätzt, ich bin, glaube ich, letztes Jahr am 30. August zu Borussia Dortmund gekommen, in einer Situation, wo es nicht einfach war, wo eine Veränderung gesucht wurde. Ich habe mich sehr auf diese Situation gefreut. Ich spiele international jedes Spiel, ich spiele Bundesliga so gut wie jedes Spiel. Wenn dann mal ein Spiel dabei ist, wo ich nicht spiele, dann ist das völlig in Ordnung. Wir haben einen guten Kader. Wie wichtig war das Tor von Sepp im Hinspiel, jetzt im Nachhinein? Das vergisst man immer. Dafür haben wir diese ganzen Spieler. Und deswegen, man muss immer das alles ein bisschen positiver betrachten. Und ich spiele jetzt Champions League Halbfinale mit Borussia Dortmund. Hab ein Tor im Viertelfinale geschossen und durfte diese Atmosphäre erleben. Da dürfen wir doch auch glücklich drüber sein. Und wenn es dann auch mal ein paar Spiele nicht ist, dann das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft funktionieren. Und das geht besser. Aber heute war es sehr, sehr, sehr positiv und sehr erfolgreich.